Ja, guten Morgen, meine Lieben. Schön, euch wieder begrüßen zu dürfen. Und nun sprechen wir endlich über den Schattenmann. Und ich hatte euch das ja schon vor einer Zeit angekündigt. Es ist natürlich das Stadtecho und der Führer durch die geheimnisvollen Städte dazwischen gekommen. Das war natürlich auch von der Reihenfolge wesentlich sinnvoller. Heute wollen wir aber mal wieder über eine richtig schöne und auch bedeutende Graphic Novel von Skeuten und Peters sprechen. Wie gesagt, den Schattenmann. Und da wollen wir natürlich auch gleich loslegen. Ja, bereits im Jahr 1999 wurde dieser Band bei Casterman mit 88 Seiten im Hardcover-Format veröffentlicht. 2000 folgte dann sofort ein Jahr später die Ausgabe bei Feest Comics, ebenfalls mit 88 Seiten im Softcover-Format. Das ist diese Ausgabe, die hier vorliegt. Dann gab es im Jahr 2009 noch eine erweiterte französische Ausgabe, zu der ich gleich natürlich noch komme. Und dann erst im Jahr 2016, also mal wieder ganze 16 fette Jahre später, erschien dieser Band noch einmal bei Schreiber und Leser, diesmal allerdings unter dem Namen Licht und Schatten und weist ganze 104 Seiten in dieser Klappbroschur auf. Da hat sich natürlich einiges getan. Und zum reinen Durchblättern, wenn wir jetzt ein bisschen über den Inhalt dieses fantastischen Werkes sprechen, dann nehme ich natürlich wieder die Schreiber- und Leserausgabe zur Hand. Das macht es mir persönlich etwas einfacher und zeigt erst einmal keine Präferenz für diese beiden Ausgaben, die wirklich sehr, sehr speziell in dieser Form sind. Und ich möchte euch zunächst erstmal ein bisschen dazu erzählen. Ja, der L'ombre d'un homme, zu Deutsch etwa der Schatten eines Mannes, ist nun also der nächste Band in den Chroniken der geheimnisvollen Städte, der auf meinem Tisch gelandet ist. Und wie schon gesagt, mochte ich diesen Band anfangs aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht. Ich kann mir das heute nicht mehr erklären. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich kann da echt nichts zu sagen. Das war vielleicht nur eine Stimmung. Keine Ahnung, wie auch immer. Und ja, veröffentlicht wurde er, wie oben bereits erwähnt, schon am 10. März 1999. Aber die laufende Arbeit war schon monatelang vorher als sogenannte Web-Episode aufgenommen worden. Und auf der Internetseite der geheimnisvollen Städte in Frankreich verfügbar. Also ein früher Webcomic, wenn man so möchte, der sich natürlich noch total von der Ausgabe, die wir heute vor uns liegen haben, unterschied, muss man ganz klar dazu sagen. Ja, 4000 Alben wurden zudem bei dieser ersten Ausgabe mit einer CD-ROM ausgeliefert, die fast die komplette Webseite von Alta Plana enthielten. Und im Ausland kamen wir natürlich mal wieder nicht in diesen Genuss. Außerdem wurden beim Webauftritt, ihr seht das gerade im Bild, einige Kunstwerke und Skizzen präsentiert, die in die spätere Ausgabe leider keinen Eingang gefunden haben. So, und dementsprechend möchten wir jetzt auch ein bisschen mal über den eigentlichen Inhalt dieses Werkes sprechen. Ja, dieser Band ist eine Besonderheit, weil er sich nicht nur grafisch von den anderen unterscheidet, sondern auch darin, dass die beiden Masterminds, der Herr Skeuten und der Herr Peters,
ihr Werk nachträglich noch einmal sehr stark verändert haben. Verändert worden sind diese Werke immer mal irgendwie. Da ist mal ein bisschen was hinzugefügt worden und so weiter und so fort. Ihr kennt das aus den anderen Bänden. Nur dieses Werk hat wirklich so mit die stärksten Änderungen als Gesamtwerk überhaupt erfahren. Und ja, zum Inhalt, der gute Albert Camusso, den ihr hier als Protagonist kennenlernt, könnte eigentlich mit seinem Leben zufrieden sein. Er hat eine sichere und geachtete Arbeit bei der Assurance Générale, der allgemeinen Versicherung, in der Stadt und ist frisch mit der äußerst attraktiven Sarah verheiratet. Doch Camusso wird von Schlafstörungen und Albträumen geplagt, in denen eine schattenhafte, riesige Hand nach ihm greift. Und in der Beziehung zieht er sich dadurch immer weiter zurück und riskiert dadurch seine Ehe. Ein Arztbesuch bei einem gewissen Dr. Polydor Vincent führt zu einer Therapie mit experimentellen Medikamenten. Doch die Behandlung scheint anzuschlagen. Camusso schläft tief und meistens auch traumlos. Aber es gibt erstaunliche und sehr verheerende Nebenwirkungen. Und zudem passiert etwas sehr Seltsames, weil Camussos Schatten nimmt plötzlich Farbe an und gleicht immer mehr einem Spiegelbild. Die Menschen reagieren darauf natürlich verstört. Und auch bei der Versicherung seinem Arbeitgeber wird Camissos auffälliges Verhalten bemerkt. In diesem Werk Licht und Schatten, das in seiner deutschen Erstausgabe noch unter dem Titel Der Schattenmann erschien, was ich persönlich immer noch bevorzuge, spielen die beiden Künstler natürlich mit dem Leben und Werk des Autors und Naturforschers Adalbert Camusso, der von 1781 bis 1831 lebte. Ihr seht ihn gerade im Bild eingeblendet, der in Peter Schlemihls wundersamen Geschichten von einem Mann erzählt, der seinen Schatten verkauft. Viele von euch kennen diese Geschichte. Sie wird auch oft in der Schule gelesen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Ich will das nicht verallgemeinern. Wir haben es damals noch gelesen. Und wie gesagt, dieser Peter Schlemihl, der seinen Schatten verkauft und daraufhin unglücklich wird. Selbst als er später mit Mina die Liebe seines Lebens trifft, deren Vater verbietet die Heirat, bis Peter seinen Schatten zurück hat. Und diese Parallelen zur Geschichte, die uns hier in Licht und Schatten beziehungsweise dem Schattenmann erzählt werden, sind natürlich sehr, sehr deutlich sichtbar. Und der Nachname unseres Protagonisten Camusso ist natürlich demzufolge auch nicht zufällig gewählt. Ja, und die Stadt, in der wir uns befinden, ist eine weitere Besonderheit, weil wir dürfen natürlich über dieses mittlerweile sehr, sehr tolle Character Building nicht vergessen, dass es ja bei Skreuten und Peters auch um die Städte geht. Und die Stadt, die uns hier gezeigt wird, ist nach dem Fotografen Karl Blossfeld benannt. Und Blossfeld lebte von 1865 bis 1935 und war wegen seiner botanischen Arbeit berühmt geworden. Und diese Stadt, die uns hier vorgestellt wird, hieß ursprünglich aber nicht Blossfeldstadt, sondern Brentano und fiel irgendwann, wie viele andere Städte in den Chroniken der geheimnisvollen Städte, einem Modernisierungswahn zum Opfer.
Und so wurde die ursprüngliche Stadt Brentano in Blossfeldstadt umbenannt. Und spannend ist Licht und Schatten auch noch in der Hinsicht, dass die Autoren ihr Werk nachträglich noch einmal intensivst bearbeitet haben. In der erweiterten Ausgabe von 2009 wurden daher einige Seiten hinzugefügt, andere aber entfernt. Die letzten Seiten wurden dabei komplett neu geschrieben. Neu sind dabei Seite 24, 84 bis 87 und 93 bis 96. Entfernt wurden die Seiten 49, 79, 84, 86 und 87. Und zudem wurde der Abschluss der Geschichte noch einmal massivst verändert. Und im Nachwort dieser Geschichte erläutert Peters, warum und welche Schwierigkeiten daraus entstanden sind, mit welchen Schwierigkeiten Skeuten und Peters dabei zu kämpfen hatten. Denn allein von der künstlerischen Warte aus hat Skeuten anders als sonst zuerst die Farben zu Papier gebracht und dann erst die Schraffuren und kleinere Outlines, was zu einem eher pastösen, weicherem und organischerem Gesamteindruck beigetragen hat. Und vielleicht waren das ursprünglich erst einmal die Sachen, die mich ein wenig irritiert haben. Wie auch immer, ich kann das nicht genau in Worte fassen. Ihr seht hier gerade dieses Nachwort von dem Benoit Peters. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier wird nochmal auf einzelne Panels beispielsweise eingegangen, inwieweit sie verändert wurden, was verändert wurde und so weiter und so fort. Also das finde ich wirklich sehr, sehr toll, dass das hiermit übernommen worden ist, dass das nochmal erläutert worden ist. Wir bekommen entsprechend noch einmal einen alternativen Schluss präsentiert. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich ein äußerst, äußerst spannendes, unglaublich tolles Werk, was wir hier vor uns liegen haben. Und wenn ihr genau hinguckt, dann werdet ihr auch diese ganzen feinen Techniken, die Skeuten hier zeichnerisch eingesetzt hat, natürlich wahrnehmen. Und man muss zudem auch noch sagen, zudem hat sich die Erzählperspektive hier geändert und Albert Camusso berichtet nun selbst von seinen Erlebnissen. Es wird also nicht mehr über jemanden gesprochen, sondern derjenige erzählt uns selbst von seinen Erlebten, was in diesem Zusammenhang absolut neu ist. Und durch diese veränderten Sequenzen, die im Nachwort, wie gerade gesagt habe, auch benannt werden, wenn auch mit nicht ganz korrekten Seitenangaben, muss man dazu sagen, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen feiner drauf achten können. Aber das werden aufmerksame und wissbegierige Leser natürlich herausfinden. Ist vielleicht auch nur für Leute wirklich interessant, die jetzt beide Ausgaben, sowohl die Feest-Ausgabe als auch die Schreiber- und Leser-Ausgabe parallel hier auf dem Tisch liegen haben. Die Leser unter euch, ihr werdet natürlich die Möglichkeit haben, das sehr intensiv vergleichen zu können, weil da habt ihr noch die komplette Palette an Unterschieden drin. Und das finde ich sehr toll. Und dabei gewinnt natürlich auch diese direktere Erzählperspektive, die wir hier drin haben. Dadurch gewinnt diese Graphic Novel Licht und Schatten natürlich an Intensität und Kontur, was ich eigentlich sehr, sehr witzig finde. Und das ist das, was ich beim letzten Mal mit Character Building gemeint habe. Und das passiert in diesem Band wirklich sehr, sehr, sehr massiv. Ich habe euch einen ganz, ganz kleinen Teil dieser Geschichte ja eben erzählt, was hier passiert. Der gute Albert Camusso verändert sich halt eben durch diese merkwürdige Therapie von dem guten Dr. Vincent, bekommt einen farbigen Schatten. Seine Versicherungsgesellschaft, bei der er arbeitet,
Die ist natürlich alles andere als erbaut über diese Sache. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass der gute Herr Camisso irgendwann einen längeren Urlaub nehmen muss, soll, wie auch immer. Es wird ihm zumindest ausdrücklich nahegelegt. Und daraus ergeben sich ganz, ganz heftige Einschnitte in seinem Leben. Und wie er mit seinem neuen Leben umgeht, was plötzlich auf ihn einprasselt, was er erlebt, wie er sich weiterentwickelt, das werdet ihr sehen. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Großartiges und sollte uns vielleicht alle einmal zum Nachdenken anregen. Ja, der Albert Camisso, den ich eben erwähnt habe, ist natürlich Agent für die Assurance Générale in Blossfeldstadt, dieser großen Versicherung. Und ja, sein Schatten war eine Zeit lang höchst seltsam, weil er halt eben farbig war und die Ursache für seinen vorübergehenden sozialen Niedergang, wenn ich das mal so ganz spoilerfrei sagen darf. Und was mir an diesem Charakter besonders gefällt oder was an diesem Charakter besonders auffällig ist, ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Das werden aufmerksame Leser ebenfalls mit Sicherheit bemerkt haben. Wenn man ihn rasieren würde, hat er, wie ihr im Bild seht, mit Sicherheit eine sehr, sehr starke körperliche Ähnlichkeit mit einem gewissen Benoit Peters. Und auch das ist natürlich gewollt. Ja, zudem haben wir noch seine Frau, die gute Sarah Camisso, die ihr hier anfänglich auf verschiedenen Panelbildern seht. Und sie ist eine 26-jährige junge Frau. Und sie waren bereits 3 Wochen lang verheiratet. Sie kommt natürlich auch aus einer sehr guten Familie. Als Alberts Albträume begannen und naja, das führte natürlich zu einigen sehr, sehr unschönen Entwicklungen. Und zudem haben wir als weiteren Akteur, den man unbedingt noch nennen muss in diesem Zusammenhang, den guten Dr. Polydor Vincent, der seines Zeichens, ihr seht ihn hier, ein recht prominenter Chirurg ist, der sich jedoch recht wenig um seine Patienten kümmert. Und er war zudem stellvertretender Bürgermeister von Brüssel. Daher könntet ihr ihn eventuell kennen und in einen dortigen großen Immobilienskandal verwickelt. Und aus diesem Grund verlegte er anschließend seine Praxis nach Blossfeldstadt. Das wollte ich euch ganz gerne einmal als Hintergrundmaterial noch mitgeben, weil ich das als wichtig erachte, weil wir auch hier wieder an dieser Stelle Charaktere haben, die erneut auftauchen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und von daher ist das für mich auch so eine Sache, wirklich sehr, sehr deutlich zu sagen an dieser Stelle, dass man diese Bände vielleicht einzeln lesen kann, selbstverständlich, aber es ist schöner, wenn ihr euch an diese Reihenfolge haltet, die ich euch jetzt hier in meinen Videos präsentiere. Weil dadurch habt ihr die Möglichkeit, einer gewissen Chronologie, zumindest was die Charaktere und so weiter angeht. Das heißt, ihr entdeckt den ein oder anderen Charakter wieder, könnt Sachen viel, viel eher zuordnen und so weiter und so fort. Und ich denke, von daher wird das ein durchaus größerer Lesespaß letztendlich für euch werden. So, und die Stadt ist natürlich an sich auch noch ein Hauptakteur. Das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, wir leben hier in dieser Stadt Blossfeldstadt, die früher Brentano hieß. Und
Das ist ebenfalls eine geheimnisvolle Stadt, ungefähr im Zentrum des bekannten Kontinents am südlichen Rand des nördlichen Dschungels. Und ab 697, after the Tower AT, wurde es vollständig nach den Ideen des Fotografen Karl von Blossfeld umgebaut, der anscheinend auch gewisse Beziehungen zu den geheimnisvollen Städten hat. Und Blossfeld ist natürlich eine Größe, den einige Kunst- und Naturliebhaber unter euch vielleicht auch aus unserer Welt kennen, weil Blossfeld ist einer der Vertreter der neuen Sachlichkeit. Das kann man nicht anders sagen, weil Blossfeld hat ganz, ganz, ganz besondere Fotografien hat er gemacht, weil der Karl von Blossfeld, der war ja ein deutscher Fotograf, wie gesagt, 1865 bis 1932. Ihr seht ihn gerade im Bild mit seinem Hauptwerk Urformen der Kunst aus den 30er Jahren. Und er hat natürlich sehr, sehr viele fotografischen Studien zur Pflanzenwelt angestellt und ist darüber hinaus eigentlich zu einem Star wider Willen geworden, weil er war davon überzeugt, dass die meisten architektonischen Probleme eine Lösung in der Natur finden könnten, was ich euch gleich noch zeige. Und seine Bilder wurden zunächst in der Galerie von Karl von Mierendorf ausgestellt. Und an dieser Stelle lohnt sich natürlich auch ein Blick auf das Werk und die architektonischen Vorstellungen von Luc Skeuten, weil der gute Luc Skeuten ist ja der Bruder von François, und der hat es sich auf die Fahne geschrieben, besondere architektonische Konzepte zu entwickeln, wo wir das Verschmelzen von Pflanzen mit architektonischen Besonderheiten haben. Und das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Ihr seht das hier beispielsweise im Bild. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt sehr, sehr gut sehen können. Solche Gebäudeformen hier, sowas, sowas beispielsweise. Das, was ihr hier seht, wie so geöffnete Blütenkelche etc. etc. Da gibt es tausend verschiedene Bilder. Da werden wir auch noch kurz drauf zurückkommen, wenn wir uns drei der Frühwerke von François und seinem Bruder Luc Skeuten anschauen, die als Vorläufer für die geheimnisvollen Städte gedacht sein könnten und auch durchaus ihre Bezugspunkte haben. Aber da kommen wir später zu, weil der Karl von Blossfeld, das möchte ich noch erwähnen, hat auch eine sehr, sehr besondere Fotografietechnik angewendet in seinen Werken, weil er hat beispielsweise für seine Fotografien eine selbstgebaute Plattenkamera verwendet und hat Pflanzen, die er fotografiert hat. Ihr seht hier so etwas beispielsweise um 12 bis 45-fach vergrößert. Und zudem bestimmte Ausschnittsvergrößerungen vorgenommen. Das Ganze hat er auf Silbergelatinepapier in den Abmessungen 30 mal 24, 24 mal 60 beziehungsweise 9 mal 12 gebracht. Und das war etwas sehr, sehr Besonderes, allein von der Technik her. Es lohnt sich einmal tatsächlich mit Karl von Blossfeld zu beschäftigen. Da werdet ihr sehen, wie stark die Architektur mancher Städte in den geheimnisvollen Städten darüber hinaus geprägt worden ist. Und das finde ich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, was hier stattgefunden hat. Aber wir können uns vielleicht noch einmal die beiden Ausgaben Schreiber und Leser beziehungsweise die Festausgabe nebeneinander anschauen. Und da sehen wir natürlich auch schon wieder Unterschiede. Die Festausgabe,
Wie ist als solches wieder etwas oder sehr, sehr viel heller in ihrem Druck. Das ist die Festausgabe, das ist die Schreiber- und Leserausgabe. Und ihr müsstet es eigentlich auch schon in der Kamera sehen können, um wie viel heller die Festausgabe ausfällt. Und die Festausgabe kommt meines Wissens, was ich bis jetzt sehen konnte, sehen durfte, dem Original, was es Kreuten mit seinen Buntstiften gezeigt hat, ihr wesentlich näher. Weil ihr seht hier noch diese feinen Linien vom Buntstift und so weiter und so fort. Hier gibt es viel mehr Detail und Schreiber und Leser ist so furchtbar dunkel gedruckt, dass hier extremst viel geschluckt wird und das finde ich absolut furchtbar. Aber ihr seht es schon hier auf den ersten Seiten. Wir haben hier bei Feest haben wir komplett textfreie Panels. In der 2009er, in der überarbeiteten Ausgabe, der auch Schreiber und Leser folgt, sind hier spezielle Captions noch ergänzt worden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Zudem könntet ihr als aufmerksame Leser, ich spoiler das jetzt einfach mal, weil es in dem Band ohnehin noch genug zu entdecken gibt, könntet ihr als aufmerksamer Leser in diesem Band gleich zu Anfang schon etwas entdecken. Weil ich kann nur dazu raten, sich die einzelnen Panels von Skeuten immer sehr, sehr genau anzugucken. Weil dann werdet ihr beispielsweise feststellen, dass hier an dieser Wand ein gerahmtes Bild hängt. Und dieses gerahmte Bild weist eine Besonderheit auf. Weil dieses gerahmte Bild ist ein Werk von dem guten Augustin de Sombre, nämlich dieses hier. Und das finde ich sehr, sehr besonders, dass so etwas hier an dieser Wand hängt. Kaum merklich und von mir aus tatsächlich eine echte Besonderheit. Und ich freue mich immer darüber, solche Dinge entdecken zu können, entdecken zu dürfen. Abgesehen davon hat de Sombre in einem weiteren Bild, wie gesagt, de Sombre hat sehr, sehr viel gemalt. Ich habe euch noch nicht annähernd alles gezeigt, was er gemalt hat. Hat er dieses Bild im Stile der alten flämischen Meister entworfen. Und auch da sehen wir einen dieser merkwürdigen Flugapparate, die auch hier in den Bildern sieht. Bei Feest taucht das Ganze etwas deutlicher auf. Auch das hat de Sombre schon dargestellt und daher ein weiteres Indiz, dass de Sombre tatsächlich gewisse Bereiche und Regionen der geheimnisvollen Städte bereist hat. Und das finde ich wirklich sehr, sehr toll, das finde ich sehr, sehr spannend. Hier haben wir natürlich den weiteren Vergleich aus der Festausgabe. Ich werde jetzt nicht jedes Mal betonen, dass ich das vom Druck her wesentlich toller finde, dass mir die Schreiber- und Leserausgabe viel zu dunkel ausgefallen ist. Bei Feest haben wir weitere Doppelseiten, also die Seite 6 und 7, die ebenfalls noch komplett Text- und Caption-frei sind. Hier ist ebenfalls ein Caption ergänzt worden im oberen Panel bei Schreiber und Leser bei der erweiterten Ausgabe. Und damit fangen die Unterschiede natürlich schon gleich am Anfang an. Das Ganze zieht sich natürlich durch die gesamte Ausgabe. Von daher kann ich nur empfehlen, gerade bei der Ausgabe Licht und Schatten ist das wirklich sehr, sehr ratsam, sich vielleicht beide Ausgaben an Land zu ziehen und sie einfach mal miteinander zu vergleichen. Zudem haben wir natürlich wieder mal das Thema des Letterings. Da haben wir bei Licht und Schatten aus dem Feest Verlag noch eine wirklich sehr, sehr schöne Handschrift. Die ist auch etwas größer, füllt die Speech Bubble noch etwas besser aus. Und bei Schreiber und Leser haben wir natürlich wieder diesen etwas zu klein geratenen, sehr sterilen Fond und das sind Dinge, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Das wisst ihr natürlich. Da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf herumreiten.
Aber ihr seht schon, was das Farbgeschehen hier beispielsweise angeht. Die neue Koloration bei Schreiber und Leser, die ist komplett anders gehalten. Die fällt an einigen Stellen, wie gesagt, viel zu dunkel aus, meines Erachtens. Schluckt viel zu viele Details, aber das ist bei Schreiber und Leser ein generelles Problem, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Dieses Panel ist zudem wirklich sehr, sehr interessant, weil da kann man besonders diese Arbeiten von Karl von Blossfeld einmal sehen, was seine Arbeit mit Pflanzenmaterial angeht. Und da ist ja beispielsweise diese Grafik, die ich euch eben schon einmal gezeigt habe aus diesem Buch, wenn ihr diese Pflanzen anguckt und vergleicht einfach mal diese Gebäudeformen, seht ihr natürlich sehr, sehr schnell, an was sich der gute François Keuten zeichnerisch orientiert hat. Und das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Diese ganzen Flugapparate sind eine absolute Augenweide, muss ich dazu sagen. Dahingehend sollte man sich vielleicht auch noch mal als interessierter Leser mit dem Werk von Axel von Wappendorf beschäftigen, der seines Zeichens natürlich auch ein entsprechender Erfinder auch solcher Flugapparate war. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, ne? Also hier fällt das beispielsweise auf, wenn wir das und das Panel einfach mal nebeneinander legen, seht ihr, wie furchtbar dunkel die Koloration bei Schreiber und Leser im Vergleich zu Feest geraten ist und wie sich das Lettering gegeneinander ausnimmt. Und für mich ist das schlicht und ergreifend ohne Worte, wenn man das einfach mal so sagen darf, ne? Also in dieser Ausgabe, ihr seht schon, gibt es extremst viel zu entdecken. Hier ist auch an sehr vielen Stellen sehr, sehr viel geändert worden. Das habe ich euch eben alles schon erzählt. Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann kauft euch beide Ausgaben parallel, blättert sie einfach mal parallel durch, vergleicht sie miteinander. Dann werdet ihr wirklich Unglaubliches entdecken, vor allen Dingen, was den Schluss dieser ganzen Reihe angeht. Da ist etwas gemacht worden, was komplett anders ist. Im Endeffekt braucht ihr sogar beide Ausgaben, um das einmal miteinander vergleichen zu können. Und ich kann nur sagen, das ist ein unfassbar fantastisches Machwerk, was ihr hier vor euch habt. Und ich kann das nur allerwärmstens empfehlen. Es ist ein so toller Schluss, eine so tolle Geschichte, die uns hier auch präsentiert wird, die mich einfach unfassbar berührt hat. Das kann man nicht anders sagen. So, und damit sind wir auch heute durch mit unserer schönen Reise durch diese Graphic Novel Der Schattenmann bzw. Licht und Schatten. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck gewinnen über diese ganzen Sachen. Auf meinem Tisch, auf meiner Tischdeko habt ihr viel Material gesehen, viel Skizzenmaterial. Das ist damals schon bei diesen Web-Episoden zum Tragen gekommen. Das wurde unter anderem dort auch veröffentlicht. Von daher kann man sich da mal einen sehr, sehr guten Eindruck verschaffen. Zudem erstelle ich ja auch einiges an Playlists auf meinem YouTube-Kanal. Da müsst ihr vielleicht mal oder könnt ihr vielleicht mal in meinen Playlists nachschauen. Da habe ich in dem Ordner die geheimnisvollen Städte beziehungsweise im Ordner François Keuten oder nur Keuten. Ihr müsst mal nachgucken, ihr findet das bestimmt. Auch ein Video verlinkt, ein sehr seltenes Video, wo Keuten und Peters am Zeichentisch gezeigt werden. Und in dem Video geht es auch speziell um die Entstehung dieser Graphic Novel. Da wird gezeigt, wie Keuten und Peters ein Storyboard entwerfen,
wie die ersten Skizzen gemacht werden. Und schlussendlich wird sogar noch gezeigt, wie Skeuten die ersten Panels tatsächlich zeichnet, wie er sie koloriert, wie er die minimalen Outlines mit spitzer Feder zeichnet. Und ich finde, das ist ein unglaublich toller und seltener Einblick in dieses Werk. Und von daher kann ich euch das nur allerwärmstens empfehlen, mal anzuschauen. Und ich kann nur sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da stelle ich euch natürlich einen weiteren fantastischen Band vor. Natürlich ist unsere Reise immer noch nicht zu Ende. Und im nächsten Band wird es dann um eine weitere ganz besondere Graphic Novel gehen, die da heißt Jenseits der Grenze. Und auch darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen, meine Lieben. Bis demnächst. Ha ha ha!